Olaf Scholz, den haben viele abgeschrieben. In den Umfragen rangiert er auf den letzten Plätzen. Ein anderer dagegen, der hat das Zeug zum Kanzler oder zumindest zum Kandidaten. Boris Pistorius, doch noch ziert sich der Verteidigungsminister und vor allem die SPD-Partei und Fraktionsspitze mauert. Matthias Heinrich berichtet. Hallo, ich bin auch noch da. Vielleicht hilft ja ein Handschlag. Ihr kennt mich doch. Ich, Olaf, Kanzler. Betretenes Schweigen. Man hört ihm zu. Scholz versucht es mit Christian Lindner. Der weiß nicht so recht, wohin er schauen soll. Es scheint, diese Runde hat den SPD-Kanzler längst zu den Akten gelegt. Nie wieder mit dem, denkt sich Lindner. Danach ein Scholz am Rednerpult. Beschwörend Richtung rechts. Mit den Fäusten dann nach links. Nanu, sind ihm da die Hände gebunden? Warum kriegt er die Fäuste nicht auseinander? Das ist Knockout-verdächtig. Und der wird wohl kommen, meinen Politikbeobachter. Das war eine aggressiv dahingebellte Rede ohne jede Idee. Wer jetzt noch nach diesem Debattentag an Olaf Scholz glaubt, dem ist der Glaube an gar nichts mehr zu nehmen. Also das ist vorbei, glaube ich. Der Boris Pistorius klebt jetzt an Scholz wie ein Schatten. Und zwar ein Schatten, der größer ist als Scholz. Und er wird diesen Schatten nicht mehr los. Pistorius, der Mann aus dem, naja, Kuckuckshäuschen. Bisher hat er gesagt, er trete nicht an, doch Deutschland liegt ihm fast zu Füßen. Wer ist der beste Kanzler? Könnte man den Mann direkt wählen? Scholz sagen 16%, Habeck 20, Merz immerhin 32%. Doch eigentlich will sie keiner so recht. Merz gegen Pistorius, da sagen 25% Merz, aber 39% wollen den knorrigen noch Verteidigungsminister, wenn er doch nur nicht so schlecht hören würde. Wir haben einen guten Bundeskanzler und der ist der designierte Kanzlerkandidat. Und ich höre niemanden in der Partei, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, der etwas anderes sagt. Schneidig, zackig, Pistorius leider noch mit Vasallentreue zum Untergangskandidaten, an dem vor allem Teile der Partei und Fraktionsführung festhalten, da die offensichtliche Verlierertruppe den Machterhalt pflegt. Doch aus Kommunen, Landkreisen und Landesparlamenten werden die Rufe lauter, der Generalsekretär auch taub wie Pistorius. Dass Olaf Scholz der Kandidat wird, daran habe ich ja in all den letzten Wochen auch aus meiner Sicht keinen Zweifel gehegt. Letzter Aufruf für Boris Pistorius, sonst geht es für die SPD wohl mit wehenden Fahnen in die Bedeutungslosigkeit. Und zugeschaltet aus Brüssel ist mir Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament. Guten Tag, Frau Strack-Zimmermann. Guten Tag. Sie kennen sich bestens aus in Sachen Verteidigungspolitik und Sie kennen Boris Pistorius. Hätte er das Zeug zum Kanzler? Ja, Pistorius hätte das Zeug zum Kanzler und das ist ja eine sehr spannende Beobachtung, die Sie gerade geschildert haben. Denn Boris Pistorius wird im Januar 2 Jahre Verteidigungsminister sein und er hatte 2 Jahre lang den Deutschen immer wieder erklärt, wir brauchen mehr Mittel für die Bundeswehr, wir müssen eine stärkere Bundeswehr haben, wir müssen gerüstet sein, dass Russland uns unmittelbar eben nicht nur die Ukraine, sondern uns alle gefährdet. Und trotzdem, obwohl das ja keine angenehmen Ansagen sind, ist seine direkte Art und seine Ehrlichkeit wird belohnt und er ist ein Spitzenreiter in der Beliebtheit. Insofern, er hätte das Zeug, weil er ganz realistisch ist. Und übrigens kenne ich ihn auch durch die enge Zusammenarbeit. Und er hätte auch in der Diskussion des Taurus, der Lieferungen, Langstreckenwaffen, um russisches Territorium militärisch anzugreifen, hätte er längst grünes Licht gegeben. Aber er ist natürlich ein Parteisoldat. Und das spielt in so einer Nominierung immer eine ganz große Rolle. Blicken wir doch noch mal auf seine Amtszeit. Wie bewerten Sie die Arbeit des Verteidigungsministers Pistorius bisher? Ja, er macht einen guten Job, wenn ich das mal so sagen darf. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Verteidigungsministerium war jahrzehntelang in CDU-Hand und hat eben die Realitäten nicht erkannt. Dann kam Frau Lamprecht, die das Amt nie gerne gemacht hat. Und Pistorius war fast erlösend auch für die Soldatinnen und Soldaten. Nicht nur, weil er hemdsärmelig ist, sondern weil er schlichtweg versteht, um was es geht. Wir haben keine Bundeswehr zum Selbstzweck, sondern wir haben sie, unser Land, und in Kooperation, in Unterstützung der NATO und Europa, diesen Kontinent zu schützen. Und das hat er, daran hat er nie einen Zweifel kommen lassen. Er ist entscheidungsfreudig. Aber wie gesagt, nochmal, er hat in einem Interview, meine ich, letzte Woche gesagt, er gehöre bei der SPD nicht zum Inner Circle.
Und da alle, die parteipolitisch unterwegs sind, gehen da sofort, die Ohren werden da spitz. Heißt, an ihm wird vorbeigearbeitet. Und er hätte meines Erachtens nochmal bei der Taurus-Frage bei vielen Dingen deutlich klarer entschieden. Wir erinnern uns, dass der Kanzler vor die UN trat und Langstreckenwaffen ausgeschlossen hat, wo also Boris Pistorius sofort sagte und auch eingefangen wurde vom Kanzler. Also der Kanzler weiß schon, dass er den heißen Atem von Pistorius spürt, aber die Partei liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Insofern wird er mit Sicherheit nicht aus der Deckung kommen, wenn er nicht offiziell von vielen Kreis, von vielen Landesvorsitzenden aufgefordert wird und Olaf Scholz erkennt, dass er seiner Partei keinen Gefallen mehr tut, sondern eben den Rückzug antreten muss. Ob das noch reicht? In 2 Monaten ist Bundestagswahl. Wir haben das in den Vereinigten Staaten gesehen. Der Harris-Effekt hat nicht gegriffen. Das kann ich natürlich nicht beantworten. Jetzt mal abgesehen von seiner Arbeit als Verteidigungsminister, was glauben Sie, würde ihn denn zum besseren Kanzlerkandidaten machen? Er ist entscheidungsfreudig und er sagt, was Sache ist. Schauen Sie, wir leben in einer völlig veränderten Welt, gemessen an dem, was wir vor 10 Jahren noch erlebt haben. Und da kann man wie der Kanzler völlig an der Wahrnehmung und Realität vorbei sagen, alles ist gut, die Wirtschaft ist toll, nein, das mit der Ukraine, wir sind aber eigentlich sicher. So kann man es machen, um dann den Menschen Sand ins Auge zu streuen, um eine Wahl erfolgreich zu gewinnen. Oder man sagt, was Pistorius sagt, nämlich noch nie waren wir so gefährdet, noch nie ist es so wichtig, Geld und auch wirklich Kraft in die Hand zu nehmen, um eben unser Land zu verteidigen. Er sagt das, was gesagt werden muss. Und es zeigt übrigens auch, dass Menschen in Deutschland, weil Scholz immer behauptet, die Mehrheit hätte er auf seiner Seite und das Wort Frieden auch immer vor sich herträgt. Wir alle wollen Frieden, auch Pistorius. Aber die Möglichkeiten, der Wille, diesen Frieden zu erreichen, sieht Pistorius anders. Und ich habe das immer an ihm sehr geschätzt. Und das wäre eine interessante Wendung. Wie gesagt, ob das zeitlich reicht, das ist ein anderes Zeichen. Aber die SPD muss es jetzt wissen. Auf alle Fälle würde es für Herrn Merz sehr ungemütlich werden, wenn Pistorius den Hut in den Ring wirft. Und das sollte eigentlich auch Scholz wissen. Frau Strack-Zimmermann, vielen Dank nach Brüssel. Ich danke Ihnen. Und unsere Frage des Tages. Welche dieser politischen Persönlichkeiten wünschen Sie sich als zukünftige Bundeskanzlerin oder zukünftigen Bundeskanzler? Sarah Wagenknecht, Christian Lindner, Olaf Scholz, Alice Weidel, Friedrich Merz, Robert Habeck oder keinen der genannten? Und Marco Reinke ist für uns im Bundestag. Marco, was glaubst du, wie sieht es gerade in der SPD-Wahlkampfzentrale aus? Rauchen die Köpfe? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn die Umfragen, die sind natürlich dort auch bekannt und man macht sich natürlich auch Gedanken darüber, was bedeutet das jetzt für den eigenen Zeitplan. Denn eines ist ja klar, die Zeit, die läuft jetzt gegen die Sozialdemokraten. Sollte es wirklich so sein, dass Olaf Scholz als Kanzlerkandidat in Frage gestellt ist? Denn man muss sich natürlich jetzt Gedanken darum machen, wie führt man den Wahlkampf, wann beginnt man den Wahlkampf und wie beginnt man den Wahlkampf vor allem. Es wurde ja auch schon die Frage in Richtung des Generalsekretärs Matthias Miersch gestellt, ob man denn schon im Januar beginnen werde, beispielsweise Plakate mit Olaf Scholz drauf aufzuhängen. Und da sagt er, das sei alles noch im Fluss. Und das ist natürlich alles andere als eine Bestätigung oder ein Dementi. Also von daher, da ist man sich offenbar noch ziemlich uneins, wie man mit der ganzen Situation umgehen soll. Du hast die Situation rund um Olaf Scholz schon angesprochen. Sind denn schon weitere Stimmen laut geworden, die einen Wechsel an der Spitze fordern? Also an der SPD-Basis, da rumort es. Und das ist ja das, was Rolf Mützenich zuletzt als Grummeln beschrieben hat. Und es gibt immer wieder kleinere Wortmeldungen, wo sich dann einzelne SPD-Politiker immer wieder mal zu Wort melden. Es scheint offenbar so, als wenn man da so ein bisschen versucht, das natürlich weiterhin gerade auch von Seiten des Parteivorstandes klein zu halten, gerade in den oberen Posten sozusagen innerhalb der sozialdemokratischen Partei. Da versucht man eben weiter zu Olaf
Olaf Scholz zu halten. Da versucht man das weiterhin eben auch klar zu machen, dass er der Kanzlerkandidat wird und dass es daran am Ende auch keinen Zweifel gäbe und dass man den Weg, den man zumindest bisher gegangen ist, eingeschlagen ist. Und der größte oder interessanteste Punkt, der dürfte dann sicherlich Ende Januar, Anfang Februar kommen, wenn dann nämlich der Parteitag der Sozialdemokraten ansteht, auf dem ja dann Olaf Scholz dann ernannt werden muss als Kanzlerkandidat, wenn es dann den offiziellen Beschluss geben muss. Und da dürfen wir sicherlich noch mal gespannt sein, wie sich das bis dahin dann noch einmal zuspitzt. Marco, vielen Dank für den Moment. Und bei mir ist jetzt Alina Quast. Alina, der Kanzler will ja noch das ein oder andere Gesetzesvorhaben durch den Bundestag bringen. Aber welche könnten das sein? Ja, es wird schwieriger für die Minderheitsregierung. Man muss Mehrheiten organisieren. Zwei Gesetze, die wurden jetzt verabschiedet vom Bundestag heute mit Stimmen von der FDP und von der Union. Aber der Kanzler hätte da noch viele andere Projekte, die er da angehen möchte. Wo er möchte, dass diese Gesetzesvorhaben noch durchgehen vor den Neuwahlen. Etwa 100 Gesetzesvorhaben, die liegen eigentlich noch auf dem Tisch vom Bundestag, aber nur die wenigsten dürften realisiert werden. Ein Gesetz, was kommen könnte, ist die Reform des Bundesverfassungsgerichts. Da sind sich die Parteien einig, das ist das Bollwerk der Demokratie, dies muss besser geschützt werden, und zwar im Grundgesetz. Eine Zweidrittelmehrheit ist dafür nötig und das hat sehr gute Chancen, noch verabschiedet zu werden. Der Abbau der kalten Progression, da wurde viel drüber gesprochen. Im Endeffekt geht es ja darum, die Inflation auszugleichen, also Arbeitnehmer zu entlasten steuerlich. Da könnte man auf die Stimmen der FDP setzen. Das ist ganz im Sinne der Liberalen. Von der CDU hieß es, das muss jetzt nicht vor den Neuwahlen noch passieren. Das könnte man auch rückwirkend machen. Also sicherlich von Seiten der Union könnte man sich da auch noch etwas Zeit mitlassen. Die Reform der europäischen Asylpolitik wurde auf EU-Ebene beschlossen und wird jetzt in den EU-Mitgliedstaaten quasi umgesetzt. Großes Ziel von Olaf Scholz, das jetzt auch wirklich schnell zu tun, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber man hat dafür auch noch 2 Jahre Zeit laut EU. Deswegen fraglich, ob es wirklich auch jetzt schon kommt. Blicken wir einmal auf das sogenannte Diskontinuitätsprinzip, was ja besagt, dass alle Gesetzesvorhaben, die noch nicht abgeschlossen sind, nach Ende der Legislaturperiode in die Mülltonne quasi wandern. Warum? Einfach damit das neue Parlament frisch anfängt und sich jetzt nicht noch mit Altlasten beschäftigen muss. Deswegen wollen wir einmal darauf blicken, welche Gesetzesvorhaben weniger Chancen auf eine Umsetzung haben. Blicken wir es auf Deutschland-Ticket, wo ein großes Fragezeichen hintergesetzt werden muss. Es ist ja sehr beliebt, 13 Millionen Abonnenten. Es könnte sein, dass es teurer wird, auf 58 Euro angehoben wird, oder aber auch, dass es gar nicht kommt, denn es könnte scheitern an der Finanzierungsfrage. Da gibt es Murren auf Seiten der FDP und die Union spricht sich gegen das Deutschland-Ticket aus. Wenn wir dann einmal auf weitere Gesetzesvorhaben blicken, wo auch noch ein großes Fragezeichen dahinter steht, ist zum einen die Kindergrundsicherung nicht zu machen mit Union und FDP. Kindergelderhöhung könnte man vielleicht noch eher eine Chance sehen mit Stimmen von der FDP und womöglich der Union. Das Rentenpaket 2 umstritten und kriegt wohl nicht genügend Mehrheiten zusammen oder genügend Stimmen von FDP und CDU. Und wenn wir einmal auf das Bürgergeld blicken, auch darum wurde viel gestritten aus dem Arbeitsministerium von Hubertus Heil. Da ging es darum, dass man da doch noch mal mehr den Rotstift ansetzt, wenn Bürgergeldempfänger beispielsweise Versäumnisse beim Melden, also Meldeversäumnisse haben, oder wenn sie beispielsweise zumutbare Arbeit nicht annehmen, dass dort gekürzt wird. Das wird vorerst wohl nicht mehr kommen, da lassen sich keine Mehrheiten organisieren, aber allemal wird das sicherlich Wahlkampfthema von der Union sein. Also es wird schwieriger. Ich habe es gesagt, ungefähr 100 Gesetze, die nicht abgeschlossen sind, die noch auf den Tischen liegen, die sicherlich nicht alle durchgewunken werden. Alina, vielen Dank. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat seit seiner Gründung Anfang des Jahres einen schnellen Aufstieg hingelegt. Die Euphorie in der Partei war groß, ebenso die Ziele. Doch die Neuwahlen im Februar stellen die junge Partei vor Herausforderungen, nicht nur logistisch. Auch die Umfragewerte schauen für das BSW derzeit nicht rosig aus. Die Frage also, ist das Pulver schon verschossen?
Es ist noch kein Jahr her, als das Bündnis Sarah Wagenknecht seinen Gründungsparteitag im Januar in Berlin abhält. Von Anfang an spart die junge Partei nicht an Kritik an der Ampelregierung, fordert immer wieder Neuwahlen. Nun ist das Ampelaus da, doch davon profitieren kann das BSW bisher nicht. Von einst 10% befindet sich die Partei derzeit gefährlich nahe an der 5%-Hürde. Umfragen sehen das BSW zwischen 5% und 7%. Parteichefin Sarah Wagenknecht gibt sich dennoch gelassen, von Sorgenfalten keine Spur. Der Höhenflug ist nicht vorbei, es geht immer auf und ab, das ist ja in Umfragen auch völlig normal. Und ich denke schon, dass viele Menschen gerne eine andere Politik wollen. Das haben wir ja erlebt bei den starken Wahlergebnissen, die wir dieses Jahr hatten, auch bei dem großen Rückhalt, den wir gewonnen haben. Lange galt das BSW als Königsmacherin bei den Koalitionsverhandlungen im Osten. Doch die Realität sieht anders aus. Das BSW strauchelt. Die Bildung einer Koalition mit CDU und SPD in Sachsen ist gescheitert. In Thüringen gab es zuletzt einen offenen Machtkampf zwischen Sarah Wagenknecht und der Thüringer BSW-Landeschefin Katja Wolf. Das schreckt Wähler ab, so Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Es ist kein unbekanntes Phänomen, dass neu gegründete politische Bewegungen aufflackern wie ein Strohfeuer und dann irgendwann wieder in sich zusammensinken. Ein BSW, das lediglich auf Bundesebene darauf ausgeht, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Ukraine-Politik sehr stark verändert, das wird viele Wähler auch nicht sonderlich davon überzeugen, dass die Stimme unbedingt dem BSW gegeben werden müsste. Die Neuwahlen im Februar bringen das BSW auch logistisch in Bedrängnis. Aktuell hat die Partei von Sarah Wagenknecht noch in keinem einzigen Bundesland eine Kandidatenliste für den Bundestag gewählt. Außerdem müssen im Eiltempo vor der Neuwahl 4 Landesverbände erst noch gegründet werden. Und das Ganze möchte ich vertiefen mit Hendrik Hoppenstedt, parlamentarischer Geschäftsführer der Union Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie hier sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Blicken wir mal auf die Umfragewerte. Da sieht es im Moment so aus, als würde alles auf eine GroKo hinauslaufen, wenn das alles so bleibt. Wird Merz dann doch noch Erbe Merkels? Also ich glaube, wir tun gut daran, dass wir als Union jetzt nicht von morgens bis abends über Koalitionsoptionen nachdenken bzw. das öffentlich thematisieren. Am Ende des Tages möchten wir in einem Koalitionsvertrag, wenn wir denn die Chance durch die Wählerinnen und Wähler kriegen, wieder regieren zu können, möglichst viel Union pur durchsetzen. Und deswegen würde ich diese Frage der Koalition, auch wenn ich mir das mit den Grünen überhaupt nicht im Augenblick vorstellen kann, trotz allem offen halten, damit wir dann in Sondierungs- und auch Koalitionsgesprächen gucken können, wo wir am meisten von unseren Inhalten durchsetzen. Sie sagen es gerade, sich das mit den Grünen offen halten. Markus Söder sieht das offenbar gänzlich anders. Wie macht man Wahlkampf mit jemandem, der gewissermaßen eher auf Krawall aus ist? Also Markus Söder hat ja völlig recht, wenn er die Grünen kritisiert. Ich meine, Robert Habeck ist jetzt seit 3 Jahren Wirtschaftsminister. Wir haben seit 2 Jahren Rezession. Er hat sich viel um Klimaschutz gekümmert, aber wenig um die Wirtschaft. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Und das Heizungsverbotsgesetz hat ja sein Übriges getan. Also es spricht wirklich verdammt wenig dafür, dass wir mit den Grünen koalieren werden. Und trotzdem hielt ich es für einen strategischen Fehler, es formal auszuschließen, weil es am Ende wirklich um die Frage geht, wenn wir unser Land wirklich verändern wollen, das müssen wir, brauchen wir auch Inhalte, die der Union eben, die von uns reingebracht werden. In der SPD geht jetzt die Diskussion um einen richtigen Kanzlerkandidaten los. Boris Pistorius könnten sich bei einer Direktwahl 39% der Menschen vorstellen, Friedrich Merz auch bei einer Direktwahl nur 25%. Haben Sie da Sorge, dass man am Ende doch noch auf Pistorius umschwenkt? Nein, Sorge habe ich überhaupt nicht. Das muss die SPD für sich entscheiden, wer der Kanzlerkandidat ist. Wir nehmen, was kommt, und insoweit sind wir da ohne Sorge, denn es geht ja auch, mal abgesehen davon, dass Friedrich Merz sehr an Statur auch in den letzten 2 Jahren gewonnen hat und ein toller Bundeskanzler wäre, geht es auch um Inhalte, und insoweit mache ich mir da gar keine Sorgen. Sie haben es gerade gesagt, Merz hat an Statur gewonnen, aber wer sind die Menschen hinter Merz? Team Laschet wurde damals vorgestellt, ich glaube als Zukunftsteam. Wann kann man da Ähnliches von Merz erwarten, auf wen sich die Bürger da einstellen müssen, bevor sie dann die Wahl haben? Also wir haben, hoffe ich, glaube ich, sagen zu können, jede Menge hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen auch in der Fraktion. Wann genau und ob überhaupt da ein Kernkompetenzteam kommt, ist, glaube ich, zurzeit noch nicht entschieden.
Meines Erachtens brauchen wir das auch nicht, weil schon in der Fraktion die Aufgabenverteilung so ist, dass eigentlich klar ist, wer für was als Person steht. Dass es Schwierigkeiten auch mit dem BSW gibt, das haben wir im Osten gesehen. Gibt es da noch einen Unvereinbarkeitsbeschluss vor der Bundestagswahl? Also auch da hat Friedrich Merz alles Notwendige gesagt. Wir können uns eine Zusammenarbeit auf Bundesebene mit dem BSW nicht vorstellen. Das ist eigentlich denkunmöglich, weil die Positionen so weit von unseren weg sind, dass das keine Chance haben kann. Und ob es da einen formalen Beschluss gibt, werden wir auf dem nächsten Parteitag diskutieren. Aber ich glaube, zwingend notwendig wäre das nicht. Die Ampel ist ja vor allem daran gescheitert, dass sie keinen Haushalt auf den Weg gebracht hat, an der Wirtschaftspolitik. Aber wie blicken Sie auf die Wirtschaftspolitik, auch beim Thema Schuldenbremse? Können Sie sich das vorstellen, die vielleicht noch, ja, oder die Lockerung zumindest zu unterstützen, bevor es Wahlen gibt? Also die Schuldenbremse wird ja immer diffamiert als Zukunftsbremse. Das Gegenteil ist richtig. Wir haben schon in diesem Jahr 40 Milliarden Euro, die wir knapp an Zinsen zahlen müssen. Und wenn wir jetzt die Schuldenbremse lockern würden, würde es dazu führen, dass wir noch stärker in die Verschuldung reingehen würden, dass wir noch mehr Zinsen bezahlen müssten. Und das würde dann sozusagen an anderer Ecke wieder fehlen. Ich halte nichts von der ganzen Debatte. Die Schuldenbremse hat ihren Sinn und an der halten wir auch fest. Herr Oppenstedt, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön.